So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Eisling bei dem Konzern FFG angekommen. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was wir heute machen. Ich selber weiß es auch noch nicht genau, aber wir haben Herrn Pieper dabei. Das heißt, das ist quasi ein, wie soll ich sagen, ein Home Run. Das kann nur witzig werden, es kann nur technisch werden, es kann nur informativ werden. Und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht allzu viel vorbereitet. Okay, es geht um eine Drehmaschine. Ich brauche eine Drehmaschine, um alles Mögliche zu fertigen. Büchsen und so weiter. Und auf der großen Maschinenbaumesse in Hannover habe ich diese Firma kennengelernt. Und dieser Hersteller, der Konzern FFG und die Marke heißt VDF. Und die sah für mich sehr, sehr gut aus, diese Maschine, für meinen Einsatzzweck. Und da gehen wir heute hin und informieren uns, welche Maschine für uns passen könnte. Schon mal ganz kurz vorab, dein Einsatzzweck, was heißt das? Ich brauche ja eine normale Drehmaschine, konventionelle, wo ich einfach dran gehen kann und schnell was drehen kann. Mhm. Und gleichzeitig brauche ich eigentlich auch eine CNC. Beide Geräte habe ich nicht genug Platz bei mir in der Halle, möchte ich auch nicht so eine große CNC. Diese Maschine hat eigentlich beide Funktionen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die so im Einsatz, ob das dann hinhaut. Das heißt, Büchsen selber herstellen theoretisch? Ja. Auch wenn es nur die Muster sind, aber erstmal man hat einen Block, man dreht sich die Büchse selber, man guckt, ob es passt und dann kann man immer noch entscheiden, ob man sie serienfertig macht oder weggibt. Kurbelwellen abdrehen, Schwungscheiben abdrehen? Ja. Und Kolben ausdrehen? Ja, und Spannstangen drehen. Hab verschiedene Materialien mitgebracht. Also Werkzeugbau quasi? Ja, genau. Okay. Ich habe mit den Herrschaften schon kurz einmal telefoniert und es wurde mir gesagt, dass sie einen riesen Ausstellungsmaschinenpark hier haben. Mhm. Das heißt, wir können uns alles mögliche angucken. Ja. Ich habe zufälligerweise auch einen RS4-Block mitgebracht. Weil vielleicht können die ja auch so einen Block fräsen oder so. Ja. Man weiß es nicht. Mal gucken. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was die Herrschaften so treiben hier. Genau. Das sieht auf jeden Fall groß aus. Groß. Ja. Wir gucken mal. So, wir sind im Besprechungsraum hier angekommen. Das ist Tobias. Hi. Ich würde vorschlagen, du stellst dich mal einmal kurz und ich sage jetzt mal eure Firma, Konzern, in ein, zwei, drei kurzen Sätzen vor. Ja, also ich bin der Tobias. Ich arbeite hier bei der Firma MAG als Key Account Manager und bin eben auch dafür zuständig, hier so ein bisschen Richtung Online-Marketing was vorzubereiten. Und wir sind ein Konzern, wir stellen Maschinen her in verschiedensten Formen, Bearbeitungszentren, Drehmaschinen. Hauptsächlich für den Automotive-Bereich, Kurbelwelle, Blockkopf, aber eben auch einfache Drehmaschinen. Und deswegen sind wir heute hier. Deswegen habe ich den Björn auch angeschrieben, bei uns auf die Messe zu kommen. Und so ist das Ganze gestartet. Das heißt, was fällt aus euren Maschinen am Ende alles raus? Kurbelwellen, Blöcke, Köpfe, also eigentlich jegliche Nachbearbeitung von den ganzen Motorenteilen. Die Neuteile sogar. Mhm. Also unsere Maschinen stehen direkt bei den großen Automobilisten. Und sind eben alles, was Motoren angeht, Zylinderblöcke, Köpfe, Kurbelwellen, Nockenwellen, alles, was im Verbrennungsmotor drin ist und eben auch Turbolader und E-Motorengehäuse. Hm, okay. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einigem. Ja. Ja. Das heißt aber bei Blöcken zum Beispiel, das heißt, die werden natürlich extern woanders gegossen und auf eure Maschinen wird dann gebohrt und so weiter. Ganz genau, richtig. Der Kunde, der stellt uns die Rohteile zur Verfügung und wir legen dann den Prozess aus. Auf unseren Maschinen wird dann alles bearbeitet und bis eben zum fertigen Block. Ich hatte zum Beispiel dort auf der Messe gefragt, beim Holen, ich hole ja auch die Zylinder, habe ich gefragt, wie lange dauert das mit so einer großen Maschine, das zu holen? Ja, sagtest du irgendwie. Also wir haben bei dem normalen Zylinderblock, wenn der normal beschichtet ist, dann haben wir pro Zylinderbohrung ca. 30 Sekunden, die Maschine benötigt, um das Positions zu holen, ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen schneller als bei. Wie lange brauchst du? Position. 15 Minuten effektiv pro Zylinder. Positionshohen heißt einfach nicht nur aufhohen, sondern auch den Mittelpunkt des Zylinders zu bestimmen? Ganz genau. Was du ja eh nicht kannst. Beim Hohen nicht. Nee, du kannst nur größer machen. Ja. Genau, also wir bekommen den frisch beschichteten Zylinder und setzen da eben quasi die neue Null, machen die erste Schicht weg und dann später gibt es eben nochmal eine Finish-Hohnmaschine, die dann aber nicht von uns kommt. Aber das war schon gigantisch. Mhm. 30 Sekunden und ich brauche da. Überleg mal, wie viele RS4-Motoren du geschafft hast. Ja, ja. So, nein, deswegen sind wir aber eigentlich nicht hier. Ja.
Björn braucht, nee, falsch, du warst in Hannover auf der Messe. Ja, genau. So, und hast dich da ein bisschen informiert. Genau. Und bist dann auf eure Firma gestoßen. Ja, da war ja der große Messestand mit den verschiedensten Firmen oder von einem großen Unternehmen und habe eine Drehmaschine dort kennengelernt. Und eigentlich war das genau das, was ich gesucht habe. Eine Maschine, die CNC und noch konventionell beides kann. Und da komme ich nämlich ins Spiel, weil das sind nämlich meine Buchsen. Ja. Und ihr erinnert euch ja an das Leidensspiel letztes Jahr mit den Buchsen. Ja, das waren diese hier. Das waren die nassen Buchsen, genau. Beziehungsweise diesen hier, genau. Das ja. Hier ist Lambo, ne? Ja. Und das ist RS4, ja. Grob gesagt. Und dafür bräuchtest du die, zum Beispiel. Ja, genau. Es geht mir darum, dass ich kann zwar Büchsen fertigen lassen, dauert elendig lange, 6 Wochen, 8 Wochen, aber ich möchte gerne einen Block haben und den innerhalb von einer Woche sozusagen ausbüchsen. Das heißt, fertig bekommen heißt so. Genau. Und das kann ich natürlich manuell drehen, aber beim V10, da nach der dritten hast du eigentlich schon keinen Bock mehr, so lange davor zu stehen. Also war der Plan, und das habe ich so vorher noch nie gesehen gehabt, dass eine Maschine eben beides kann. Ich kann mir keine große CNC hinstellen. Ich will ja eine haben, eine universelle. Und das war einfach genial, was die auf der Messe konnte. Deswegen habe ich alles mal eingepackt, zum Zeigen, was für eine Bedingung ich hier habe. Und das heißt, du willst wirklich aus dem Rohling? Genau, das ist ein Alusil-Rohling. Selber eine Buchse noch? Ja. Die gab zum Beispiel mindestens einmal die Woche, werde ich angerufen und wird gefragt, ich habe einen Alusil-Block kaputten, kannst du mir ihn ausbüchsen? Ja, aber es gibt keine Alubüchsen mehr. Jetzt gibt es die Gott sei Dank wieder. Es sind aber so megamäßige Kanonenrohre. Und boah, also Rolf hat einmal eine für mich gedreht. Der hat aber auch gesagt, das hat aber schon 4-5 Stunden gedauert im Keller, bis er die aufs richtige Maß hat. Und das... Die oder schon eine, die so einigermaßen... So eine, die dann so ist. Okay. Weil das rein manuell kann man sich das gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, das hinzubekommen. Ja, das ist also meine Bedingung. Ich wollte eine Maschine haben, wo ich trockene Büchsen, nasse Büchsen und Alusibüchsen schnell fertigen kann, um da sozusagen meine Kunden immer schnell umsetzen kann. Auch gerade für Reparaturen und so weiter. Ne? Zusätzlich machen wir ja auch diese relativ viele Kolbenbearbeitungen. Das ist zum Beispiel ein DASA-Kolben, der neue 5-Zylinder-Alu-Block von Audi und der 10er Verdichtung. Und Rolf hat mit einer manuellen Drehvorrichtung hat hier den Radius reingedreht, was ja sonst gar nicht geht. Das ist der fertige Kolben. Ja, aber was ist, wenn ich diese Programmierung, diese Form, manuell kann man sie nicht drehen, das kriegt man nicht hin. Aber was ist, wenn ich diese Kontur sage, gerade, 90er Radius, gerade, ne? Es ist ja, wäre ja viel, viel einfacher. Dann kann man so einen einspannen und Start drücken und spuckt er mir aus. Das ist auch ein Punkt, den wir bisher auf dem Channel noch gar nicht gezeigt haben. Wir haben zwar öfter mal immer über Kolben ausdrehen gesprochen, aber gezeigt haben wir es noch nie. Ja, und der gleiche Gedanke kam mir dann natürlich sofort. Ich habe ja meine Kolben. RS4-Kolben, CFSI-Kolben. Eigentlich sind die alle gleich, nur die Mulde ist anders und die Ventiltasche ist anders. Und dann fragt einer, kannst du mir denn nicht, die hat 9:1, kannst du mir denn nicht auf 10:1 drehen? Deswegen war mein 8:1 kriegt er immer. Ich nehme den 10er-Kolben. Ja, und dann war der Gedanke, boah, wenn ich das so mache, könnte ich ja dann mir diese Kolben fertigen lassen. Natürlich, das Drehen ist was Besonderes. Das kann die nicht, weil die ist ja oval und konisch zusammen. Das aber, wenn das alles fertig ist, nur die Mulde ist nicht fertig, dann kann ich sozusagen immer die passenden Rohlinge mir hinstellen. 81, 85, 82 und so weiter. Und mir die Form für den Motor passend machen. Dann heißt, kannst du dir sagen... Du willst jetzt hier nach Verdichtung? Ich sage, ja, mach schnell auf 9:1 und mach auf Start. Und dann sagen wir alle glücklich. Ne? Das beim Auslitern sagst du dann keine Ahnung. Ja, und so ist das zustande gekommen. Woran liegt das, dass die Mulde jetzt hier in der Mitte noch so ein bisschen eine Erhöhung hat? Oder weil das liegt daran, weil ich die Pleuelstange so lang wie möglich mache und dann sozusagen die Pleuelstange hier rausgefräst werden muss aus dem Kolben. Dementsprechend, damit die Wandstecke noch ausreichend ist, muss eine kleine Erhöhung in der Mitte. Ah, okay. Ja. Meinst du, es hat von der Verbrennung her einen Unterschied? Nein. Nicht? Nein. Bei einem TFSI, deswegen bestehe ich ja immer darauf, bei einem TFSI, dass ich die Mulde habe, dass dieser Drall vorhanden ist, da bestehe ich darauf. Das ist nämlich zu komplex für mich,
um zu sagen, beim TFSI mit der Mulde, ach, das gibt keine Probleme, das könnte ich nicht sagen. Deswegen versuche ich immer, die Mulde beizubehalten, dass man den Verbrennungsablauf beibehält. Dass die Mulde ein bisschen größer und tiefer ist, ist natürlich ein bisschen Beeinträchtigung, aber ich habe sie ja in Grundform so gelassen. Ja. Muss diese Quetschkante außen bleiben? Die Quetschkante muss bei dem hier muss sie nicht außen bleiben, weil du hast keine Quetschkante im Kopf. Natürlich muss die einigermaßen da sein, um die Ränge nicht zu schwächen. Hier haben wir es ja auch, die Form raus. Man braucht ein bisschen Abstand von der Ringnut zum Brennraum. Nicht, dass der hier oben rausbricht. Ja. Ja, so, kleine Verbrennungsmotoren-Exkursion. Jetzt wieder zum Eigentlichen. Ja. Ja. Das ist ziemlich groß hier eigentlich in Aisling. Ja, also wir haben jetzt hier aktuell ca. 600 Mitarbeiter beschäftigt und stellen halt hier die Bauen, die ganzen Maschinen von Grund auf, was eben in den Automotive-Sektor geht, sprich wieder Block, Kopf, Kurbelwelle. Die größeren Maschinen, diese relativ einfache, nenne ich es jetzt mal, Universaldrehmaschine, die hier für Björn einfach prädestiniert ist, die bauen wir an einem anderen Standort. Hier ist aber eben einfach die Zentrale. Hier sitzt das Engineering. Und die komplette Geschäftsleitung sitzt eben hier und eben auch die größeren Maschinen. Das heißt, die ganzen Maschinen sind wirklich, übertrieben gesagt, alle auf dem Zettel entstanden und werden dann auch komplett gebaut. Ja, genau. Also die Maschinen werden hier alle im 3D konstruiert und dann eben aus dem 3D raus komplett gebaut. Kann man so ungefähr abschätzen, wie viele Teile an so einer Maschine wirklich dann zugekauft werden und wie viel wirklich selber gefertigt werden? Ja, also bei unseren großen Bearbeitungszentren fertigen wir ca. 80% eben aus. Oh, okay. Also wir haben eigene Komponentenfertigungswerke, einmal in Rottenburg in Deutschland und in Kecskemét, wo wir alle Hauptkomponenten der Maschinen selbst herstellen. Werden dann diese Teile auch auf euren Maschinen hergestellt? Ja, tatsächlich. Ja. Gute Frage. Ja. Ja. Das macht es ja eigentlich einfacher, ne? Die Frage habe ich noch, ist von der Messe, die Kurbelwellen, Außenfräsen, Innenfräsen, Außenfräsen. Denkt dran, die Leute haben das nicht gesehen von der Messe, ne? Ja. Weil du gerade so von der Messe sprichst. Ja, habt ihr die auch hier? Eine Außenfräse? Ja. Leider die die mit den großen Ringen drin, die sie herumfährt um die Kurbelwelt. Die Maschine haben wir tatsächlich auch hier in unserem Ausstellungsraum stehen. Ach, das war ein Ging. Da ist wirklich eine neue Technologie gezeigt worden. Das war nicht klassisches Fräsen, das war Hart-Feinfräsen, was das Vorschleifen einer Kurbelwelle ersetzen soll. Und da ist eben die Besonderheit, dass normalerweise beim Kurbelwellenfräsen wir einen runden Fräser haben und die Zähne, die Schneiden, sitzen außen um den Fräser herum. Bei der Innenfräsmaschine sitzen die Schneiden innen. Und diese Technologie haben wir auf der Messe gezeigt, das habe ich Björn gezeigt. Und die Maschine haben wir auch hier stehen. Also wenn wir rausgehen, würde ich gerne einmal kurz da reingucken. Einmal zeigen. Einfach nur mal gucken. Okay. Ja. Können wir gerne machen. Ja, so. Ich würde vorschlagen, also das Problem ist, diese Maschine, die Björn bekommt, wird also nicht hier an dem Standort gebaut. Nein. Hier werden nur die großen Maschinen gebaut. Richtig, genau. Musst du große nehmen. Ja. Du musst anbauen. Ja, aber die ist so groß, da kann man ganze Motorblöcke rausmachen. Das ist doch. So, das heißt, wir müssen jetzt Schritt für Schritt da irgendwie zum Ziel kommen. Das heißt, diese Maschine, dafür müssen wir wohin fahren? Wo wird die gebaut? Die wird in Chemnitz gebaut. Wir haben Chemnitz gebaut, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal nach Chemnitz. Aber ich würde trotzdem sagen, um einfach mal so ein paar Eindrücke zu zeigen, gehen wir jetzt einfach mal zu euch in die Fertigung und gucken uns mal die Maschinen an, die hier so gebaut werden. Sehr gerne. Okay, also jetzt sind wir hier in der Fertigung, wie man sieht. Ich habe mir dazu jetzt für die genauen technischen Fragen noch Verstärkung dazu geholt. Das ist der Tobias Böhringer. Hallo. Leiter technischer Vertrieb, alles was Drehen angeht. Und jetzt können wir euch hier mal ein bisschen was zeigen, was wir hier in Aisling alles machen. Das heißt, hier werden die Maschinen gebaut? Ja, von Grund auf bis zur Inbetriebnahme, Werkstückfertigung, bis sogar hin zur kompletten Automation mit einem Ladeportal. Wie viele verschiedene Maschinen habt ihr in Summe im Portfolio? Also jetzt ohne diese ganzen kundenspezifischen Wünsche, nur so, wenn man jetzt die Basismodelle angeht? Würde ich sagen, also haben wir auch 6 bis 8 verschiedene Modelle. Dann aber halt auch verschiedene Größenmodelle. Also ich rede jetzt nur von Produktfamilien, die es dann auch wieder von klein bis groß gibt. Ah, okay. Das heißt Fräsmaschinen, Drehmaschinen und so weiter. Genau, die Fräsmaschine gibt es hier am Standort als einspindlige Variante, als zweispindlige und dann eben noch von der Tischgröße her in verschiedenen Varianten. Wir müssen auf jeden Fall eine Sache nochmal, also Björn und ich kennen zum Glück schon die Firmengeschichte, uns wurde nämlich gerade schon ausführlich erzählt. Euch gibt es ja schon relativ lange. Ja.
Bestimmt. Die Firma Böhre gibt es seit 175 Jahren. Die Gründung war 1844, also letztes Jahr. Das heißt, wir befinden uns momentan im 175. Jahr der Geschichte. Ganz traditionell hat die Firma mit Drehmaschinen angefangen. Hat dann aufgrund eines Verbots des Bau von Drehmaschinen nach dem Zweiten Weltkrieg den Unimog gebaut. Hat sich nach dieser Episode wieder dem Drehmaschinengeschäft gewidmet. Ja, ihr habt richtig gehört, Unimog. Also es wurde tatsächlich ein Unimog hier gebaut. Okay, weiter. Ja. wir sind in verschiedenen Feldern unterwegs. Also Kurbelwellendrehmaschinen, konventionelle Drehmaschinen, CNC-Drehmaschinen, Drehfräszentren. Und ich denke, da werden wir nachher noch mehr davon sehen. Warum durfte man damals keine Drehmaschinen bauen? Weil Angst, Munition draus gebaut wird? Ja, sowas? Das war verboten von... Ja. Ja, kannst du jetzt nochmal ins Munitionsbusiness mal einsteigen hier. Okay, 175 Jahre, krass. So, ich würde sagen, wir steigen hier mal ein bisschen in die Fertigung so grob ein. Ja. Also was man hier jetzt sehen kann, wir haben hier verschiedene Plätze. Also hier, das ist eine komplette Fließfertigung, wie man es eben aus der Automobilindustrie kennt. Wenn man jetzt gerade mal da oben schaut, da ist jetzt Platz 14 oder Platz 15. Also jede Maschine taktet jeden Tag einen Schritt weiter. Da werden unter die Maschinen Luftkissen geschoben und dann wird jede Maschine einen Takt weitergebracht, jeden Tag, wie in einer Fließfertigung. Welche Maschine ist das da gerade? Das ist der Bauch. Wir sind nämlich zum Glück gerade in der Pause hier, dann ist es nämlich ein bisschen ruhiger. Ja. Okay, das heißt Maschine wirklich, theoretisch fehlt hier jeden Tag eine raus? Jeden Tag können wir hier eine Maschine ausliefern, ja. Krass, okay. Was für Maschinen werden jetzt hier gerade gebaut? Hier jetzt, das ist die Fließfertigung unserer Bearbeitungszentren, einspindlig und zweispindlig. Hm. Diese werden in diesem Fließprinzip gebaut. Okay, und das sind in Summe 15 Stationen? 15 Takte, das heißt, alle 15 Tage kommt hier eine Maschine, oder ist die Durchlaufzeit die normale einer Maschine. Okay, wir werfen mal kurz einen Blick. Was wir jetzt hier mal sehen, ist so der Grundaufbau von unserem Bearbeitungszentrum. Hier sieht man jetzt einfach die ganzen Kernkomponenten, die man sieht, die fertigen wir im Haus. Das sind hier diese Arx-Brücken, die fertigen wir selbst. Die Bearbeitungsspindel fertigen wir selbst. Das Werkzeugmagazin, was man hier oben sehen kann, fertigen wir auch selbst. Bisschen aus dem Glücksrad. Ja, könnte man fast sagen. Ist halt eine Scheibe und eben ringsrum in die einzelnen Klammern werden dann... Ah, und da gehen 44 Werkzeuge ran. Ganz genau richtig. Das ist jetzt ein Magazin mit 44 Werkzeugen in HSK 63. Die Maschinen gibt es aber auch in HSK 100, dann aber eben mit weniger Werkzeugplätzen. Das ist der Aufnahmedurchmesser von dem Werkzeug? Genau, richtig. Okay. Die Aufnahme, so wie es Kaptor noch gibt beim Drehen, ist eigentlich im Fräsen HSK absolut gesetzt. Hohlschaftkegel. Kurze Zwischenfrage, warum heißt es Bearbeitungszentrum? Oder hat sich das einfach so etabliert? Es hat sich so etabliert, weil es einfach halt für sämtliche Bearbeitungen ein relativ kompaktes Zentrum ist, was früher eine Fertigungsstraße für notwendig war. Okay. Wie gesagt, hier machen wir sämtliche geometrische Abmessungen auf der Maschine. Was jetzt zum Beispiel hier in diesem Arbeitsschritt gemacht wird, ist, wir richten diese A-Achsen, also das hier ist die A-Achse der Maschine, die richten wir hier aus geometrisch. Wir fahren den Kreis ab, wir richten die Lage in allen Positionen. Das wird eben alles hier über Abstimmplatten eingeschliffen und eben aufs Mühe genau eingestellt, die komplette Geometrie der Maschine. Das ist ja schon ein relativ großes Zentrum am Ende. Das wird dann aber zum Transportieren wieder komplett zerlegt? Nein, das ist eine komplette Kranhakenmaschine, sagen wir dazu. Die Maschine wird komplett so, wie sie ist, verladen. Tja, okay. Das sind dann so diese Sondertransporte, die man auf der Autobahn sieht. Genau, das sind dann die. Okay, ja. Und da kommen dann die verschiedenen Spindeln dran, wie der Hohnkopf. Genau, die, richtig. Der Fräskopf, die Hauptlagergasse, alles, was es ja eben gibt. Ach so, das heißt, hier ist später komplett der ganze Motorblock drauf? Ja, genau. Und kannst ihn so bewegen. Mhm. Und die Spindel kann im Endeffekt hoch und runter fahren. Und nach rechts und links. Also, ja. Also, wir haben hier die Einheit eben so, dass hier ist immer fix die Position der Spindel, sodass das Werkstück immer zur Spindel geht. Es hat einfach Steifigkeitsvorteile, wenn die Spindel immer an einem festen Punkt ist. Und hier eben, wie gesagt, hier ist jetzt eine HSK 63 Spindel. Hier gibt es aber auch nur eine HSK 100 und sogar eine Planzugspindel, dass wir aussteuerbare Werkzeuge hier einsetzen können. Anders als andere, habe ich ja gesehen, als andere Fräsmaschinen, die 5-Achs können, wo sich der Kopf sozusagen so bewegt. Mhm. Ne, wie zum Beispiel bei NG, wo der Fräskopf so ist, das hat immer, stabilitätsmäßig ist das schlechter, als wenn du den Kopf
feste ja, hältst. Noch einmal mehr gelagert ist. Ja, und das Werkstück bewegst, diese vierte Achse. Genau. Aber diese ganzen Sachen habt ihr alle selber auch gefertigt? Gefertigt, entwickelt, gebaut, ja. Ich sehe schon, das wird noch ein bisschen aufwendiger, weil da würde man am liebsten natürlich drauf eingehen, aber das geht natürlich ins Unendliche. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles verpacken. Da eine Frage habe ich. Ja, wo ist der Alumotor? Nein. Man sieht hier keine Spindeln, keine normalen Kugelumlaufspindeln wie die normalen Fräsmaschinen. Hier sieht man nur ganz dicke Stromkabel. Also, das ist die Technik, die wir hier einsetzen. Das ist Lineartechnik. Das ist ganz grob erklärt Magnetschwebe, Björn. Also wir haben hier, wenn man es hier im Schnitt einfach mal zeigt, wir haben hier auf der Seite haben wir einen festen Magneten und das hier ist der Elektromotor, der eben angesteuert wird. Und wir haben einen Luftspalt zwischen Magnet und Motor, sodass wir einen reibungslosen Antrieb haben, der schneller ist wie eine Kugelrollspindel. Wie viel Abstand ist das, der Luftspalt? Wir haben nur ca. 0,3 mm. Wird das immer mit Druckluft sozusagen eingestellt? Nein, da wird einmal quasi... Da stellen wir ein, das Maß. Aber immer mit das ist mechanisch. Kontinuierlich Druck. Nein, mechanisch. Wie heißt das? Wir stellen das mechanisch ein. Aber es wird immer kontinuierlich Luft reingeführt, um den Abstand zu halten? Nein. Oder? Okay, gut. Ja. Das ist alles reine Mechanik ohne Luft. Wird einmal eingestellt im zusammengebauten Zustand und der Abstand bleibt dann auch immer gleich. Das heißt, es gibt außer für die Späne gar keine Spindel mehr? Richtig, in dem Fall. Zum Verfahren? Ja. Das hier ist nur die Späne, Schnecke nennen wir es. Und hier zum Verfahren ist alles in Lineartechnik. Dumme Frage, wie viel Ampere geht durch ein Kabel? Zwischen 60 sind die Motoren begrenzt, 60 Ampere. Ja. Ziehen die Motoren? 400. Oh, klar. Also wir haben da schon, da ist schon Leistung dahinter. Ja, ja, okay. Deswegen hängen ja auch so dicke Kabel. Ja, über. Richtig, ja, genau. Also ein Motor zieht 60 Ampere bei 400. Ja. Ich weiß noch auf der Messe, wo die Maschine anging, wo die auf einem zuging, dass du weißt, es ist geschlossen. Trotzdem kommt die auf einen zu und du gehst einen Schritt zurück, weil du Angst hast, dass du umgehauen wirst von dem ganzen Ding. Ja, so schnell. Wir können es ja auch dann mal kurz zeigen, so eine laufende Maschine, wie schnell das wirklich ist. Also diese Maschinen, da haben wir, sprechen wir von einem Gesamtgewicht von ca. 18 Tonnen. Die Beschleunigung der Motoren ist so stark, wir müssen die Maschine in den Boden verdübeln, da die Maschine ansonsten wegrutschen würde. Bleibt der Block stehen und die Maschine da drunter geht weg. Okay, ja, super. So, das ist Station 1 und ganz da hinten irgendwo seht ihr dann Station 15. Genau. Und dann fährt der LKW vor und holt das Ding ab. Genau. Die Kurbelwellen sind so, kommen die bei euch an und ist ja das geschmiedete Rohling. Die Kurbelwellen, die sind jetzt abgelenkt. Ja. Hier hatten wir ein Kundenprojekt, wo wir verschiedene Operationen, verschiedene Maschinen von Kunden geliefert haben. Die Maschinen sind jetzt bereits ausgeliefert. Man sieht ja auch eine Vielzahl an verschiedenen Bearbeitungen. Hier sehe ich eine bearbeitete, hier sehe ich eine schon gehärtete. Ja. Welcher Schritt kam zuerst oder sind das nur anders gehärtet? Die sind teilweise anders gehärtet. Okay. Hier nach der Härtung haben wir das Kettenrad und den Flansch gedreht. Ja. Wir haben auch die Bearbeitung mit der Innenfräsen, der Haupt- und Hublager gezeigt. Das war die Maschine, die du auf der Messe gesehen hast. Ja, genau. Ja. Die fräst dann sozusagen in dem Zustand, dann wird es gehärtet und dann fräst es herum. Was wir auf der Messe gezeigt haben, war noch eine weitere neue Technologie. Das war das Hartfein-Innenfräsen. Der Prozess oder die Maschine ersetzt das Vorschleifen der Kurbelwelle nach dem Härteprozess. Und dann wird die Rohling-Kurbelwelle genommen, die wird dann schon gehärtet oder... Nee, die wird in der Roughline, ja. Wir nennen das Roughline in der Bearbeitung bis zum Härten, erfolgt die grobe mechanische Bearbeitung. Dort wird auch die Hauptlager schon vorgearbeitet, die Hublager werden vorgefräst, Flansch und Zapfen werden bearbeitet und dann geht sie ins Härten und nach dem Härten wird sie dann nochmal bearbeitet. Also trotz den harten Flächen, ich habe es ja gesehen, fliegen die Funken dort, wird die dann... Schon und auf die Ringe da hinten, da werden später die Zahnräder drauf gewalzt. Für die Kettenräder? Kettenräder, ja. Gestoßen. Gestoßen, okay. Genau. Ach ja, stimmt. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, jeder, fehlt ja was, ne? Der sich immer gefragt hat, Kalvin wie der ist da hinten nicht drauf. Ja, stimmt. Im Motor. Ja. Gut. Okay, und das alles passiert auf den Maschinen? Nee, teilweise. Teilweise auf den Maschinen? Mhm. Wir sind jetzt hier im Bereich der Fertigung der Kurbelwellenmaschinen. Mhm.
Im Gegensatz zu der Fertigung unserer Bearbeitungszentren fließt nicht die Maschine zum Material. Hier kommt das Material zur Maschine. Wir haben ja auch eine Taktmontage. In 25 Takten ist die Maschine komplett fertiggestellt. Mhm. Wir sehen hier zum Beispiel eine Kurbelwellen-Außenfräsmaschine. Mhm. Das ist anders wie die Maschine, die Björn auf der Messe gesehen hat. Vom Prinzip her werden hier die Hublager nicht mit der Innenfrässcheibe bearbeitet, sondern über eine Außenfrässcheibe. Das heißt, die Kurbelwelle befindet sich nicht im Zentrum der Bearbeitung, sondern wird von außen bearbeitet. Ist so eine Maschine aufwendiger oder so ein Bearbeitungszentrum? Oder nimmt sich das ungefähr nichts? Weil du sagtest 25 Takte, das ist ja theoretisch länger. Das nimmt sich das nimmt sich nicht viel. Nimmt sich nicht viel, okay. Maschine ist Maschine. Gut, es gibt natürlich schon Spezialitäten von Drehmaschinen im Vergleich zu Bearbeitungszentren. So, also die Fertigung von der Kurbelwelle interessiert mich auf jeden Fall so extrem, da müssen wir ein eigenes Video rausmachen. So, weil ich habe mich schon immer gefragt, wie das geht, dass man exzentrisch diese Lager quasi da drauf bekommt. Und deswegen, da werden wir auf jeden Fall nochmal was anderes machen. Aber Björn grinst die ganze Zeit so, du hast irgendeine Frage, sehe ich dir so schon. Nein, alles okay. Das keine ist Fragen? So, okay. Fast keine Fragen. Fast. Doch, ja, ein bisschen habe ich. Ich sehe ja, hier macht ihr gerade was. Ist das eine zum Ausrichten eine Welle? Das ist die Zugstange vom Spannzylinder. Okay. Die geht durch die Spindel durch. Ja. In das Futter. Ja. Und durch den Spannzylinder können natürlich die verschiedenen Futterpositionen realisiert werden. Gut, man sieht es ja hier eigentlich ganz schön. Dieses Bauteil ist hier montiert. Das ist quasi das Bauteil für die andere Seite. Mhm. Ich sehe noch, ganz interessant für mich ist, die großen Lagerböcke sind unten drauf geschraubt, aber sie haben gar keine Zentrierung, keine Ausrichtung. Da ist ja mal Spalt rechts und links hier noch drin. Die werden immer einzeln noch ausgerichtet sozusagen. Der Hauptspindelstock, ja. Der ist fest verschraubt mit dem Bett. Der wird wird hier hinten ausgerichtet und verschraubt. Ja. Und die Gegenspindel ist verfahrbar auf den Linearführungen. Okay. Ja. Also nicht losschrauben. Genau. Muss dazu sagen, das ist natürlich hier auch von der Größe her nicht ganz alltäglich. Wir haben hier eine Elferspindel. Mhm. Ja. Recht großes Lager, die Kräfte, wo hier beim Fräsen von der Kurbelwelle ins Spiel kommen, die sind dann doch recht beachtlich. Und hier sieht man jetzt auch nochmal diese konventionelle Spindelvariante. Genau. Was ihr eben gerade erklärt hattet mit diesem, wie ist das, linearer Antrieb? Ja. Das, ja. Wo ist Vorteil und Nachteil? Ich sag mal, Vorteil von der Kugelrollspindel ist A, günstiger und B, man kann höhere Kräfte eigentlich fahren. Und ich sag mal, auf Geschwindigkeit bei diesen kurzen Verfahrwegen kommt es eigentlich nicht an. Und der große Vorteil der Lineartechnik ist ganz klar die Geschwindigkeit. Kugelrollspindel heißt, da ist ein Lager mit Kugel drin? Also die läuft in kleinen Kugeln, oder? Wir haben wir irgendwo, schauen wir eine haben. Bahn, wo in der Bahn läuft eine Kugel. Also wir haben einen Mitnehmer und in dem ist quasi ein Kugelnest innen drinnen. Mhm. Und der läuft quasi diese Steigung, dieses Gewinde auf und ab. Das mit den Kugeln ist wahrscheinlich notwendig, damit kein Spiel drin ist, oder? Genau, die sind vorgespannt, dass man einfach ein Spiel frei ist, dass man kein Umkehrspiel hat. Okay. Ja, auch ein bisschen was dran an so einem Klotz hier. Ja. Was wiegt so ein Ding? 18, 19 Tonnen. Auch so, okay. Ja. Ich finde hier auf jeden Fall haufenweise Teile, die schon immer so Problemstellen am Auto waren. Antriebswellengelenk kennt jeder, ja? Mal gucken, was man da so noch hier so fertigen könnte. Geht gleich weiter, nächster Teil. Hier wird nämlich doch viel, viel mehr gemacht. Antriebswellen kommen hier scheinbar auch her. So, es hört gar nicht mehr auf. Das sieht extrem nach einer Welle im Getriebe aus. Ich vermute, die Verzahnung hier wird gewalzt. Ja, ich merke schon, wir werden öfter hier sein. So, also was wir jetzt hier sehen, das ist unser Technologiecenter. Hier können wir eben verschiedene Sachen erproben, haben dafür auch immer die aktuellsten Maschinen da. Und zum Beispiel eben auch die Maschine, die wir jetzt hier gleich sehen, ist unsere Specht 700, auch mit Lineartechnik ausgerüstet.
Und auf dieser Maschine zeigen wir jetzt 5 Achs-Simultanfräsen von einem Teil, das in der Luftfahrt verwendet wird. Das heißt, das Zentrum hier steht hier wirklich nur, damit wir probehalber Sachen fräsen können und so weiter. Genau, das machen wir zur Erprobung. Gleichzeitig kann aber auch ein Kunde zu uns kommen und sagen mit einem Vorserienprodukt, ich habe hier eine geringe Stückzahl 10, könnt ihr das bitte für uns fertigen? Auch das ist möglich. Das heißt, wie lange steht so eine Maschine hier im Schnitt immer? Jahre, kann schon Jahre werden. Die stehen in der Regel Jahre. Bis er, sag ich mal, zu alt wird oder ein neues Modell kommt, dann wird sie ausgetauscht. Aber das sind wirklich Maschinen, die sind rein nur für hier zum... Ja. Oh. Gehen wir gucken. So, also was wir jetzt hier sehen, wie gesagt, jetzt stehen wir hier vor der Maschine. Wir schwenken jetzt das Teil ein. Das ist unser Rohteil, das wir jetzt bearbeiten. Laden Sie jetzt auf den Bearbeitungstisch ab. Starten jetzt mit der Bearbeitung des Werkstücks. Das heißt, theoretisch kann jetzt der nächste Mitarbeiter hier schon wieder eins vorbereiten? Genau, richtig. Das ist der Sinn und Zweck dieses Palettenwechsels. Das heißt, dass wir Hauptzeit parallel Werkstücke laden können. Können wir gleich 2 Billetblöcke gleichzeitig fräsen. Richtig. Also, was wir da jetzt sehen, sind, wir fahren hier mit 16.000 Umdrehungen bei der Spindel, 1 mm Aufmaß und 32 Meter Vorschub. Hier eine Minimalmengenschmierung und deswegen wird hier kein Kühlmittel benötigt. Sprich, also da kommen kleine Tropfen Öl die ganze Zeit aus dem Werkzeug raus. Das heißt, theoretisch würde das Teil da rauskommen? Das ist nicht nur theoretisch, dieses Teil ist aus der Maschine gekommen. Dieses Teil haben wir aus dem Vollen rausgefräst, 5-Achs simultan, wie man eben hier an den Konturen sieht. Mhm. Das ist nur möglich, wenn wirklich alle 5 Achsen miteinander interpolieren. Wie lange dauert das ungefähr? Das sind mehrere Stunden. Mehrere Stunden, ja. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, das reicht soweit für heute. Wir müssen jetzt nämlich erstmal nach Chemnitz, beziehungsweise nicht jetzt, das wird noch ein bisschen dauern. Sehr bald. Sehr bald. Da sehen wir uns wieder. Da bauen wir dann Björns Maschine und dann können wir auch ein paar Buchs und ein paar Kolben drin. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.